Thema heute mal ganz kurz: Ausbreitungsgeschwindigkeit von Wellen. Das sind verschiedene Wellen, die ich jetzt heute betrachte. Und zwar hatten wir ja beim letzten Mal uns so drauf verständigt, V, die Geschwindigkeit einer Ausbreitung einer Welle, ist Lambda mal F. Lambda ist die Wellenlänge, schreib es mal dazu. Wellenlänge. Also Wellenlänge, wenn ich von der Seite auf eine Wasserwelle gucke, von hier bis hier, entspräche einer Sinusschwingung, einer vollständigen Sinusschwingung, ne, einer Periode. Zeitmäßig bedeutet aber dann von der Welle, wenn ich schaue vom Ruhezustand, bis dass sie sich auftürmt, durch den Ruhezustand wieder zurückkommt und mit Wellental dann wieder an dem Ruhezustand ankommt. Das ist die Wellenlänge, das ist Lambda hier. Und mal Frequenz. Frequenz ist also, wie oft etwas pro Zeiteinheit passiert. Wir nehmen das im Allgemeinen pro Sekunde an. Es gibt auch andere Frequenzen, aber das bringt jetzt nichts. Im Allgemeinen wird die Frequenz pro Sekunde berechnet. Also das ist das Reziproke von der Periodendauer. Und das einfach pro Sekunde. Also Vorgänge mal Sekunde. Pro Sekunde. So, und die Ausbreitungsgeschwindigkeit, das ist sie hier. Ich mache mal einen roten Pfeil dran, dann kann ich mir das Wort nochmal zu schreiben ersparen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die wird eben so berechnet, dass ich Wellenlänge mal Frequenz einfach nehme, multipliziere. Typische Ausbreitungsgeschwindigkeiten bei mechanischen Wellen, die man kennen sollte, wäre zum Beispiel die, ich schreibe es mal als V-Schall, schreibe das mal als kleinen Index Schall mit, in Luft. Schreiben wir das alles mal als Index. Die ist, naja, eigentlich müsste ich rund sagen, aber man sagt es ausreichend genau als gleich.